Wenn im erzgebirgischen Winter die Temperaturen auf bis zu 15 Grad plus steigen, muss die Kälte eben woanders herkommen. Von der IKS Industriekühlung Schneeberg zum Beispiel. Und so investiert die IKS GmbH entgegen dem Trend in eine neue Halle. Zugegeben, das hat wenig mit dem milden Wetter dieser Tage zu tun, sondern eher mit Corona. Da wurde nämlich der Lagerplatz knapp. Damals hielten die beiden Geschäftsführer ein Zelt für eine coole Idee. Mittlerweile ist der Plan für eine Halle gereift, auch weil die Baubranche wieder etwas bessere Rahmenbedingungen bietet. Abgesehen davon, IKS hat schon immer investiert, als es nicht ganz einfach war. Reimer Meyer und Andreas Land kennen sich also aus mit Investitionen in nicht ganz einfachen Zeiten. Ja, bisher haben wir da auch immer positive Erfahrungen gemacht, dass es danach unsere aufgebauten Fertigungskapazitäten, dass wir die dann auch wirklich benötigt haben und auch so die Firma immer robuster gemacht haben, breiter aufgestellt haben für neue Produkte und andere Kunden und größere Anlagen individueller zu fertigen. Bis August sind die Bauarbeiten eingeplant. Zwischen den bisherigen Produktionshallen wird es zudem noch einen Lückenschluss geben. Dort entsteht überdachter Platz für neue Produktionskapazitäten. Immerhin ist die IKS GmbH Marktführer in ihrer Branche. Die Schneeberger liefern weltweit Spezialkühlsysteme und Kühlanlagen, unter anderem nach China, Australien, die USA und Brasilien. Im Prinzip könnte man sagen, überall, wo bei der Produktion zu viel Wärme entsteht, kann IKS-Technik zum Einsatz kommen, selbst in Luft- und Raumfahrt. Und weil Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, spricht man im Unternehmen nicht nur von Kühlung, sondern auch Wärmerückgewinnung. Im Gegensatz zu manch anderem symbolischen ersten Spatenstich ging es in Schneeberg nach einem obligatorischen Rosenmontagspfannkuchen auch sofort mit Baggerarbeiten los. Vorerst für neue Freilagerflächen, da ein Teil der bestehenden Pflasterfläche dem Hallenbau geopfert wird. Wie das 1,6 Millionen Euro Projekt voranschreitet, kann jeder selbst hautnah verfolgen. Am letzten Aprilwochenende, wenn beim Gewerbegebietsfest auch die IKS Industriekühlung Schneeberg ihre Pforten für Besucher öffnet.